So, und jetzt darf ich begrüßen die Elisabeth Kostal von der FH Vorarlberg. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Elisabeth, du hast ja ein Mechatronikstudium gemacht. Was hat dir denn an der Technik immer schon fasziniert? Also bei mir war es so, dass ich in der Jugend schon ein großes Faible gehabt habe für das Thema Luftfahrt und Fahrzeugtechnik. Habe aber so privat und nur während meiner Zeit am AHS-Gymnasium eigentlich wenig Berührungspunkt damit gehabt. Ich habe mir eigentlich aber schon gedacht, ich würde das gerne auch beruflich machen. Habe dann ein bisschen recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt und bin dann so aufs Mechatronikstudium von der FH Vorarlberg gestoßen, das eigentlich eine recht breite Ausbildung anbietet. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, da könnte ich eigentlich prinzipiell auch beides machen. Und habe dann so an der FH Bachelorstudium gemacht. War dann auch während der ersten Semester eigentlich auch, wie soll ich sagen, beruhigt, dass nicht nur HTLer da waren, sondern eigentlich der Bildungs-Background bei den meisten sehr heterogen war. So der Zusammenhalt im Studiengang war super und die Studieninhalte haben mich total überrascht, wie vielseitig und positiv es war. Also ich war wirklich positiv überrascht, wie sehr es mir taugt. Habe dann meine Bachelorarbeit in einem Automobilzulieferer gemacht und dann anschließend gleich das Masterstudium an der FH, weil ich eben eigentlich durch das Bachelorstudium schon ziemlich überzeugt war. Jetzt, Und Entschuldigung, fahr fort, ja. dann während der Masterarbeit bin ich dann ans Forschungszentrum Mikrotechnik gekommen und dort habe ich mich mit dem Thema Lasermaterialbearbeitung beschäftigt und bin dann anschließend über ein Projekt zum Thema Biosensoren am Forschungszentrum gelandet, wo ich immer Jetzt technische Berufe waren ja lange Zeit der Männerdomäne. Wie ist das aus deiner Sicht heute? Vor allem, haben wir einen Artikel gefunden, aus dem Jahr 2012, wo schon über die war, da ist schon drin gestanden, Technik ist weiblich. Ist es so? Ja, ich muss sagen, teilweise. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Branche an. Ich denke, wenn es so Richtung Informatik geht oder Wirtschaftsingenieurwesen, das sind schon eher Domänen, wo mehr Frauen vertreten sind. Aber wenn man so hört von der TU im klassischen Maschinenbau oder Elektrotechnik, sind schon die Männer natürlich noch immer in der Mehrheit. Aber tatsächlich ist es so, dass dann je nach Job auch darauf ankommt, wie die Situation ist. Bei uns jetzt beispielsweise im Forschungszentrum ist es so, dass wir eigentlich fast 50-50 Frauen und Männer sind. Also es ist sehr ausgewogen. Und es kommt da immer mehr. Also ich habe schon das Gefühl, da tut sich jedes Jahr eigentlich was. Und ich denke auch, je mehr Frauen irgendwo in einem Bereich sind, umso mehr ziehen nach. Also ich denke schon, dass das da einen gewissen Pull-Effekt hat, wenn Ist Frauen das da sind. so, weil jetzt so das letzte Jahrzehnt sehr im Zeichen der Digitalisierung, neuen Medien etc., Smartphones, ist da der Zugang auch gleich ein anderer, auch, weil auch Frauen, junge Frauen auch gleich mit digitalen Dingen in Kontakt sind? Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, vor allem dadurch, dass so der Zugang generell zu Wissen dadurch natürlich erleichtert worden ist. Wenn man sich vorstellt, dass ich mir im Prinzip, wenn ich am Nachmittag eine Freizeit habe, kann ich mich hinsetzen und lernen, jetzt mal die Basics von der Android-Programmierung für mein Handy und meine eigene App entwickeln. Und wenn der Zugang so easy ist und quasi spielerisch, dann erleichtert das natürlich den Einstieg jetzt für alle Gruppen, die vielleicht nicht so technisch oder technikaffin sind. Jetzt hat es ja, ich sage jetzt mal, für den Otto Normalverbraucher in den letzten 10, 12 Jahren einen enormen Digitalisierungsschub gegeben. Also jetzt abgesehen mal von E-Mails vor über 20 Jahren. Ist das aus deiner Sicht auch so oder steckt das eher nur in den Kinderschuhen, oder? Weil heute, man kann viel mit dem Smartphone etc. machen und dann ist das schon das höchste der Gefühle, wenn es um Digitalisierung für viele Otto Normalverbraucher geht. Naja, ich denke schon. Also ich denke, da gibt es ein sehr breites Angebot mittlerweile, eben auch für den normalen Bürger, wenn man jetzt beispielsweise an Smart Home denkt oder wenn man sich nur in einen Tesla reinsitzt, sitzt man mitten in dem Internet of Things, wo alles vernetzt ist. Also im Prinzip glaube ich schon, dass das bei der breiten Masse angekommen ist und natürlich dann immer schneller jetzt von Jahr zu Jahr voranschreitet. Siehst du das auch in der Industrie so, dass dort jetzt extrem schnell geht oder immer einen Roboter haben wir schon lange im Einsatz etc. Aber dass die Digitalisierung da und
vielleicht durch künstliche Intelligenz etc. dem Ganzen noch mehr Schub geben wird? Ja, glaube ich schon. Allein wenn man sich anschaut, in welche Richtung die Forschung geht und wofür jetzt beispielsweise momentan Mittel zur Verfügung gestellt werden, dann denke ich, kann man da einen großen Schub in die Richtung erwarten. Und man merkt das auch immer wieder, wenn man jetzt so mit Vertretern von der Industrie spricht, dass die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja unzählige Vorteile und der wichtigste ist natürlich ein Kostenfaktor. Wenn man sich vorstellt, dass man beispielsweise Werkzeugstandzeiten optimieren kann über Sensorik, über die Überwachung, dann denke ich, gibt es da sehr breite Anwendungen und es wird dann immer schneller gehen, dass die Digitalisierung Fuß fasst. Und darum ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man auch entsprechende Ausbildungen etc. macht, oder weil diese Berufe sehr gefragt sein werden. Genau, eben. Und die Bandbreite ist ja extrem. Also gerade das Thema Digitalisierung, das reicht ja vom Sensor selber. Wie wir das jetzt beispielsweise im Forschungszentrum machen, das ein Elektrotechniker, ein Mechatroniker macht oder Maschinenbauer auch, bis zur Entwicklung, wo man der Grafikoberfläche, wo man dann vielleicht Leute aus dem Bereich beispielsweise Studiengang Intermedia braucht oder Grafiker. Also ich denke, da gibt es tun sich auch ganz viele neue Berufsfelder auf und eben Tätigkeiten. Ist deine Arbeit überhaupt ohne digitale Hilfsmittel denkbar? Digitale Hilfsmittel, sage ich jetzt mal im klassischen Sinn, fehlen, würden natürlich schon fehlen, aber dass wir jetzt so vernetzt sind und sagen, mir, keine Ahnung, unsere Geräte werden jetzt miteinander vernetzt. Also wie das beispielsweise in der Industrie mehr kommt, das haben wir natürlich nicht. Weil in der Forschung ist es im Prinzip so, dass man am Anfang eines Produkts steht. Und dort spielt die Digitalisierung natürlich noch nicht so eine wichtige Rolle. Das geht dann eher, denke ich, in Richtung Serie, dass Digitalisierung mehr Raum einnimmt. Aber natürlich das Thema selber, oder die Entwicklung. Klar ist, es kommt es natürlich immer mehr, dass die Sensorik eine Rolle spielt. Und es spielt natürlich uns zu, dass wir dann mit diesem Thema bereits befasst sind. Was sind denn so die Vorteile, wenn ein paar aufzählen müsstest? Vorteile der Digitalisierung allgemein. Vernetzbarkeit, unheimlich schneller Zugang zu Wissen, unheimlich großer Pool an Daten, aus dem man Informationen generieren, interpretieren kann. Ja. Und ein Wissensvorsprung, würde ich sagen. Es birgt viele Vorteile, aber gibt so Nachteile, und vor allem im persönlichen Miteinander braucht es trotzdem Stand-up-Meetings, wie man es kennt aus agilen Management-Methoden etc. Wo siehst du die Nachteile? Ja, eben natürlich die Nachteile sind, und wie man das jetzt in den letzten Monaten gemerkt hat, durch das Homeoffice, Remote Working, dass das Persönliche eher verloren geht, natürlich. Und was ich natürlich auch sehe, ist, die Datenmengen, es hängt immer davon ab, wie werden sie interpretiert, werden sie richtig interpretiert und fange das Richtige damit an, oder? Das ist ja ein ganz eigenes Thema, was allein die Sicherheit betrifft. Also gibt es sicher auch einiges zu tun und zu berücksichtigen. Abschließend noch vielleicht, was sind denn so die digitalen Tools, oder Programme, die du am meisten und am häufigsten verwendest, abgesehen von irgendwelchen sozialen Netzwerken? Ja, im Prinzip so Messenger-Dienste nutze ich natürlich gern, dann beispielsweise Amazon, wie man das kennt. Momentan sind wir jetzt so dran, dass wir unsere Wohnung automatisieren. Das ist so ein eigenes Thema, in das man einsteigt. Und ja, eigentlich ganz unterschiedlich. Spitze. Dann sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche noch alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft und bis Bitte bald. gern. Danke. Bitte gern. Tschüss. Tschüss.